Ja, herzlich willkommen zurück schon wieder, wie angekündigt in gemütlicherer Atmosphäre. Und zwar haben wir uns nochmal schnell umgezogen, um euch für den richtigen Teil der Lesenacht sozusagen vorzubereiten. Vielleicht habt ihr es euch auch schon gemütlich gemacht. Das alles könnt ihr gerne als Selfie oder einfach ein Foto eurer Leseecke teilen unter Hashtag Tolino Story Days. Dann können wir darauf eingehen. Könnt natürlich auch weiter im Chat schreiben. Noch kurz als Erklärung, falls sich vorhin jemand gewundert hat, warum ich hier bin. Eigentlich war ja unsere Moderatorin Colleen Fernandes angekündigt. Sie kann leider aus privaten Gründen nicht, weshalb ich spontan einspringen durfte, was mich jedoch sehr ehrt. Denn jetzt geht die Lesenacht los mit 10 Autoren und Autorinnen. Die erste davon habt ihr gerade schon kennengelernt und mit Fragen gelöchert. Deswegen würde ich gar nicht zu lange aufhalten, um ehrlich zu sein. Ich kündige noch ganz kurz an, dass es nach ihr natürlich noch weitergeht. Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Wir haben vorhin schon gesagt, es wird spannend, wir haben Kinderbücher, wir haben auch was fürs Herz, wir haben was, was schon so ein bisschen Weihnachtsstimmung macht. Aber ja, jetzt hole ich direkt mal wieder Cornelia Funke zurück ins Studio sozusagen, damit sie wieder zugeschaltet ist. Willkommen zurück. Dankeschön, dass du gewartet hast. Schön, dass du da bist. Hast du es dir auch ein bisschen gemütlich gemacht für deine Lesestunde nachher? Ja, gemütlich. Ich gebe zu, ich war schon gerade auch gemütlich. Also von daher, ja. Ich höre dich leider gerade gar nicht. Oh. Immerhin das liegt nicht an meinem... Ja? Ah, jetzt habe ich kurz wieder da. Jetzt ist er wieder da, genau. Perfekt. Okay. Ja, du hattest gerade gesagt, ihr wollt danach doch noch Fragen machen. Soll ich dann einfach noch 5 Minuten lesen oder wie ist der Plan? Wie es dir lieber ist. Du meintest ja, dass du lieber Fragen beantwortest. Für mich persönlich wäre das okay. Und da ich hier das Mikro am Hals sozusagen habe, würde ich einfach sagen, ja, wir machen, was du sagst. Das heißt, wenn du nur 5 Minuten lesen möchtest, können wir auch nur 5 Minuten lesen. Also ich denke auch, man will immer nicht die frustrieren, die da alle ihre Fragen in den Chat gestellt haben. Also, glaub, aber niemand ihr seid ist frustriert, wenn du da bist. Sendung. Also ihr entscheidet. Ja, also vielleicht kann der Chat, sind viele Fragen im Chat? Du nix. Dann würde ich sagen, hören wir doch auf das, was du vorgeschlagen hast mit den 5 Minuten. Und niemand ist frustriert, selbst wenn du 20 Minuten lesen würdest. Wir sind alle sehr geehrt, dich hier zu haben. Aber ja, wenn du magst, können wir direkt loslesen und widmen uns dann den Fragen. Möchtest du noch ein bisschen was zur Einleitung sagen? Du hast uns ja gerade schon erzählt, um was es jetzt geht. Aber müssen wir irgendwelche Hintergrundinformationen noch wissen, bevor du anfängst zu lesen? Nee, ich habe mich entschieden, einfach nur eine Passage zu lesen, indem ich euch mit runter ins Meer nehme. Und ich glaube, da muss ich gar nicht viel erklären. Die Figur, die ihr trefft darin, Lizzie, ist eine Meerjungfrau. Aber das werdet ihr sowieso selber merken. Tief, tief unten unter dem Meer. Bitte, Hothbrod, bau uns ein Unterseeboot, mit dem wir tief in den Ozean hinabtauchen können. Zu den Meermenschen. Der Troll konnte nicht zählen, wie oft Guinevere mit dieser Bitte zu ihm gekommen war. Vor allem, nachdem eine ihrer Lehrerinnen, dank Meerfrauenblut mütterlicherseits, eine Weile in einer Meermenschensiedlung gelebt hatte. Hothbrod mochte Guinevere sehr. Es war ihm fast peinlich, wie sehr er sie mochte, doch hatte trotzdem immer nur den Kopf geschüttelt. Wie oft muss ich noch sagen? Es ist zu tief, antwortete er jedes Mal. Meine U-Boote würden zerquetscht wie leere Bierdosen. Der Troll hatte recht. Kein Mensch konnte überleben, Guinevere und ihre Mutter so gerne hin wollten. Weit, weit unten, wo die menschliche Lunge nicht atmen kann, nicht einmal mit Unterstützung von Sauerstoffflaschen, in dem Reich, in dem es weder Tag noch Nacht gibt, weder Morgen noch Abend. Keine Sonne und kein Wind sind dort unten zu spüren. Und trotzdem werden in jeder Sekunde zahllose Wesen in der Tiefe des Ozeans geboren. Sie tragen Namen wie Wolfsfallen-Anglerfisch, leuchtender Saugkrake, Blutbauch-Kammqualle, Scheibenbauch oder Blasenqualle. Ja, die gibt es. Alle. Weit unten, wo die Sonne nur eine ferne Erinnerung ist und das Leben sich in all seinen Formen in einem dämmerigen Zwielicht entwickelt, das schon bald zu Finsternis wird. Eine Finsternis so dunkel wie die Tinte eines Schwarzflaschen-Oktopus. Naja, nicht ganz.
Denn überall in der nassen Dunkelheit der Tiefsee gibt es Lichter. Sie leuchten mit solcher Helligkeit, dass die Sterne dagegen blass erscheinen. Ketten aus Orange und Weiß, Lila und Blau, an Schuppen und Flossen, Schwärme von Quallen, die wie beleuchtete Regenschirme dahinschweben und geisterhaft bleiche Schnecken aus dem Wasser pflücken. Die Tiefen der Meere sind erfüllt von Feuerwerk. Manchmal dienen die Lichter als Fallen, manchmal sind sie eine Warnung. Doch sie alle werden von den Meeresgeschöpfen selbst erzeugt, ohne die Hilfe einer weit entfernten Sonne. Sie zeichnen die Konturen und Körper riesiger und winziger Fische in die Dunkelheit. Krabben, Quallen, Schnecken, Spinnen, Aale und Geschöpfe, denen noch niemand einen Namen gegeben hat. Millionen von Lebewesen schwärmen über Berge, die sich vom Meeresgrund erheben, durch Täler und Schluchten, über Anemonenfelder und durch Korallenwälder, die kein menschlicher Fuß je betreten hat. Hinter einem dieser Wälder gibt es eine Klippe, deren Stein so schwarz ist, dass er im dunklen Wasser fast unsichtbar ist. Sie reckt sich höher und höher, bis hinauf zur Oberfläche, wo die Wellen sich an ihren scharfen Kanten brechen. Sie sind schon vielen Schiffen zum Verderben geworden, die an ihnen zerschellt und mit aufgerissenem Rumpf und Mann und Maus in der Tiefe versunken sind. Rings um die Wracks ist der Meeresboden mit rottenden Fässern und modernden Schatztruhen übersät, mit zerbrochenem Geschirr, verrosteten Säbeln, blanken Schädeln, Münzen und hier und da auch einer Krone oder einem Geschmeide, für das man einst ein Königreich hätte kaufen können. Muscheln und Algen haften an den Planken und Kanonen, während die Masten statt Segeln nun die Netze von Blinkspinnen tragen und Regenbogenschnecken ihren schillernden Schleim auf den Mastkörpern hinterlassen. Aus der Ferne sieht all das nur wie ein Friedhof versunkener Schiffe aus. Doch in den Wracks am Fuße der schwarzen Klippe verbirgt sich eine der tiefstgelegensten Siedlungen der Moana-Meermenschen. Sie heißt Moni und ist das Zuhause von mehr als 1000 fischschwänzigen Frauen, Männern und Kindern, ganz zu schweigen von all den Laternenfischen, Hundekrabben und Katzenspinnen, die bei ihnen leben. Der Tag, an dem diese Geschichte spielt, sah zwei Meerfrauen, die die Schiffswracksiedlung hinter sich ließen, gefolgt von 6 winzigen Meerlingen, so nennt man die Kinder der Meermenschen. Sie schwammen an den Wachen vorbei, die in den Mastkörben nach Gefahren Ausschau hielten, und machten sich die Schwärme silbriger Fische hindurch auf den Weg ins offene Meer. Ein großer Laternenfisch schwamm der Gruppe voraus, leuchtend wie ein blassgelber Kürbis, die weite Stirn grimmig gerunzelt, während er sich wachsam nach Gefahren umsah. Er glich einer kleinen Sonne, die in den Ozean gefallen war. Natürlich hatten die 6 Meerlinge von der Sonne gehört, aber nur in Geschichten, ähnlich wie die Menschenkinder von versunkenen Städten kennen. Ein riesengroßer Feuerball, der durch einen endlosen schwarzen Raum raste. Also bitte, wer glaubte denn sowas? Die 2 Meerfrauen, die die Meerlinge wie schwimmende Schafe hüteten, hatten die Sonne schon oft gesehen und ihre Wärme auf der Haut gespürt. Eine von ihnen hatte sogar viele Jahre lang in ihrem Licht gelebt, was auch erklärte, warum sie anders aussah. Die Meerfrau an ihrer Seite hieß Laimomi und hatte das typische Aussehen der hawaiianischen Meermenschen. Ihr grün geschupptes Gesicht ähnelte dem eines Fisches, mit den weit auseinanderstehenden Augen, den ausgeprägten Lippen und der fehlenden Nase. Das Gesicht ihrer Begleiterin dagegen erinnerte an die geschnitzten Galionsfiguren, die von einigen der Schiffswrack herabstarrten. Fragte man Laimomi nach dem seltsamen Aussehen ihrer Freundin, dann runzelte sie nur die Stirn und belehrte den Fragenden, dass alle Meermenschen im Norden so aussehen. Doch das war eine Lüge. Laimomis Freundin Lizzie sah so anders aus, weil sie einmal ein Mensch gewesen war. Die 2 waren sich vor mehr als 20 Jahren begegnet, als Laimomi einem Menschen ins Netz gegangen war, den Lizzie nur allzu gut kannte. Sie war fast ertrunken, als sie der verzweifelten Meerfrau zu Hilfe gekommen war. Doch Laimomi hatte sie davor bewahrt, indem sie ihr einen ihrer Schuppen in den Mund geschoben und sie so ebenfalls zur Meerfrau gemacht hatte. Seitdem lebte Lizzie unter Wasser, doch. Nun
Nun ja, sie sah ein bisschen anders aus. Das war sehr, sehr schön. Ich finde, das hat gerade ganz gut gezeigt, was du eben erzählt hast mit der Fantasie und wie man sich da reindenken muss. Ich habe ganz viele Fragen, aber ich will gar nicht so viel stellen, damit wir weiter auf den Chat eingehen können, denn da wird jetzt bestimmt ganz, ganz viel passiert sein während der schönen Lesung, oder? Ja, auf jeden Fall. Also auch die Zuschauerinnen sind begeistert, vor allen Dingen, wie du vorgelesen hast, Cornelia. Also alle würden dir sehr gerne den ganzen Abend zuhören und am liebsten den dritten Teil von Drachenreiter in einem Rutsch durchlesen, gemeinsam mit dir. Und da kam tatsächlich auch die Frage auf, ob es schon mal Anfragen gab, ob du auch andere Bücher einliest, für Kolleginnen zum Beispiel. Ja, nein, die Anfragen sind wirklich noch nie gekommen. Also ich habe meine selber schon auf Englisch und auf Deutsch eingelesen, aber meist habe ich ja das Glück, dass der Rainer Strecker die einliest. Ich habe ja meine eigene Hörbuchfirma inzwischen und wir versuchen das immer so ein bisschen anders zu machen. Das heißt, wir haben bei der Aurelia zum Beispiel sogar echte Tiefseegeräusche reingebaut und ganz viel auch mit Geräuschen gearbeitet. Das ist natürlich einer der Vorteile, die Hörbücher haben. Aber falls euch jetzt danach ist, das weiter zu hören, kann ich euch nur den Rainer empfehlen. Ich muss sagen, der hat sich diesmal noch selbst getroffen. Ja, der Rainer wird tatsächlich auch sehr gelobt. Also da gibt's auch eine große Fanbase unter unseren Zuhörerinnen, was ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Ich finde die auch sehr schön eingesprochen und da kann man sich richtig schön wegträumen. Und ich freue mich auch schon auf das nächste Hörbuch dann mit seiner Stimme. Und was sehr, sehr viele von unseren Zuhörerinnen umtreibt, ist die Frage, was du selbst denn als Kind gelesen hast. Weil viele wurden von dir, deinen Geschichten begleitet. Was hat denn deine Kindheit begleitet? Also ich habe Narnia gelesen, also die Narnia-Bücher von C.S. Lewis. Das war für mich eine große Entdeckung. Die waren nämlich ganz unbekannt zu der Zeit in Deutschland. Und ich habe die so als vergilbte Bücher in einer Bücherei gefunden, wo niemand die auslieh. Dann habe ich natürlich Michael Ende gelesen, wobei ich dann immer noch Jim Knopf noch lieber mochte als die unendliche Geschichte. Und ich liebte Astrid Lindgren, vor allem die Brüder Löwenherz. Ich habe aber auch schon ganz früh Tom Sawyer gelesen und jede Art von Abenteuerroman, die ich finden konnte. Also ich war nicht unbedingt der Mädchenbuchleser, wie man das heute ja auch Gott sei Dank nicht mehr sagen würde, sondern ich war immer auf der Suche nach irgendwelchen Abenteuern im Weltraum oder irgendwo sonst. Ja, ja, sehr schön. Gibt es denn bestimmte Tageszeiten, wo du selber gerne liest und auch selber schreibst? Also ist das irgendwie von der Tageszeit abhängig? Also ich lese nur früh morgens, denn abends habe ich meistens Buchstabenvergiftung. Weil ich dann die ganze Zeit geschrieben habe und mich nur mit Worten beschäftigt habe, ist es bei mir so, dass ich mir dann eine Fernsehserie angucke oder mich mit Freunden treffe. Aber ich kann dann meistens nicht mehr lesen. Das heißt, meine heilige Zeit ist ganz früh morgens. Meine Hunde wecken mich meistens so gegen 7. Und dann gehe ich mit denen hier spazieren. Und danach lese ich eine Stunde lang, trinke einen Kaffee, habe mein Frühstück und lese. Und ich lese seit 5 oder 6 Jahren eigentlich fast nur Sachbücher. Und Sachbücher über Tiere, Pflanzen, Natur, Abenteuer, was immer. Weil ich doch oft merke, dass wenn ich selber den ganzen Tag an Geschichten spinne, es ist oft ganz schwer, ist die Geschichte von anderen zu lesen. Und dass man dann oft sich fast in der Geschichte verliert und dann gar nicht mehr den Weg in die eigene findet. Da ich fast die ganze Zeit immer an irgendeiner Geschichte am Basteln bin, ist es inzwischen also meistens so, dass ich Non-Fiction lese. Sehr schön. Also ich glaube, ich würde jetzt gerne Lisa aus unserem Chat zitieren, die nämlich schreibt, vielen lieben Dank für all die fantasievollen, überraschenden und spannenden Geschichten, die mich von klein auf begleitet haben. Ich habe das Gefühl, es geht ganz vielen so, die uns heute hier zuschauen, und auch von meiner Seite aus ein ganz großes Dankeschön.
Ja, dem Ich kann ich sage mich. Dankeschön fürs Lesen, ne? Dem kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Vielen, vielen Dank, Cornelia, dass du dir so viel Zeit genommen hast für Fragen, fürs Lesen, für deine ganzen inspirierenden Worte auch zu deiner Reise. Also ich kann da super viel für mich gerade mitnehmen und ich glaube, da spreche ich für alle. Und ja, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, deine Drachen kommen dann im Januar auch alle heil an. Und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Abend. Danke, dass du uns so lange heute begleitet hast. Euch auch und Danke. euch allen viel Spaß mit den anderen Geschichten. Den werden wir auf jeden Fall haben. Dankeschön.